Pressesprecher Rosenberg sagte am Abend in Köln zur deutschen Presseagentur, er habe kein Interview mit der neuen Presse geführt. Nach seinen Angaben wird die Zeitung auch keinen entsprechenden Text abdrucken. Und dann um 20.28 Uhr teilt auch die Chefredaktion der neuen Presse in Hannover mit, dass dpa gegeben wurde, den vorab gegebenen Text über Rosenberg zurückzuziehen und nicht zu verwenden. So kann es also passieren und ich möchte Sie also bitten, das, was ich gesagt habe, gleich wieder zu vergessen. Wir kommen zu unserem Spielfilm. Zu den erfolgreichsten und auch künstlerisch überzeugendsten des italienischen Nachkriegsfilms, da gehören die Polit-Thriller. Es sind Filme, in denen das Unwesen der Mafia auf der einen Seite, aber auch von zwielichtigen politischen und wirtschaftlichen Organisationen auf der anderen Seite abgehandelt wird. Mit Filmen dieser Art sind auch hierzulande Regisseure wie Francesco Rosi und Damiano Damiani bekannt geworden. Auch Squitieri, der Regisseur des Films Gesetz der Gesetzlosen, den wir Ihnen gleich anschließend zeigen wollen, ist ein Spezialist für diese Gattung. Allerdings mit einer besonderen Note, denn er hat sich in diesem Bereich auf historische Stoffe spezialisiert. In dem 1972 gedrehten Film Camorra und 1977 in dem Film Corleone hat er einzelne Kapitel aus der Geschichte der Mafia und Mafia-verwandter Organisationen in spannender Weise dargestellt. Im heute gezeigten Film Gesetz der Gesetzlosen aus dem Jahre 1974 geht es noch einmal um die Gangsterorganisation Camorra, ein neapolitanisches Gegenstück zur sizilianischen Mafia. Die Handlung des Films spielt zwar in der Vergangenheit, aber das Thema, die verbrecherischen Praktiken von Gangsterorganisationen in Italien, ist immer noch aktuell. Die Hauptrollen in diesem Film spielen Franco Nero, Fabio Testi und Claudia Cardinale.